Mein Name ist Sigrun Holz, ich bin Pfarrerin da in dieser schönen großen Kirche in Spiecher. Zurzeit dürfen in dieser Kirche keine Gottesdienste stattfinden, aber wir dürfen uns in dieser Kirche mit gebührendem Abstand von 2 Meter unterhalten mit Gästen in dieser Kirche. Das freut mich sehr und ganz besonders freut mich, dass Ulrike Hasselmann heute zu Gast ist in unserer Kirche. Sie wird sich gerade selber vorstellen, was sie macht. Ja, ich wohne hier im Spiecher und wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die schöne große Kirche und wir stehen auf mit dem Morgengeläut und dann später radel ich nach St. Gallen oder fahre mit dem Bähnli nach St. Gallen und dort arbeite ich in einer Praxis und als Psychiaterin und Psychotherapeutin. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es möglich geworden ist. Ganz schnell ist es möglich geworden. Mich würde interessieren, wie ist denn dieser Virus so über dich gekommen? Ja, der Virus war ja lange ganz weit weg. Und ich glaube, ich war auch ganz weit weg vom Virus. Ja, also das ist nicht hier. Und wir waren in Wien, dort haben wir unser Enkelkind besucht. Und ja, das war so eine lebendige, quirlige Stadt. Es war vorfrühlingshaft und von einem Tag auf den anderen war alles leer. Die Plätze, die Museen waren geschlossen, sogar der Stephansdom war geschlossen. Es gab aber eine kleine Kapelle, wo man durch einen Seiteneingang rein konnte. Ja, und ich habe das so erlebt, dass aus diesem ganzen Überschwang heraus, dieses Vorfrühlings, auf einmal so ein beklemmendes Gefühl auftrat. Ja. Und eigentlich ich mich beunruhigt gefühlt habe, unsicher, beunruhigt, auch ein Stück ratlos. Und dann habe ich angefangen, ganz viel im Internet zu recherchieren und habe mit der Zeit eigentlich recht schnell gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Ja. Wir sind dann mit dem Zug zurück in die Schweiz und ich wusste, am Montag muss ich wieder arbeiten. Und auf dieser Reise dachte ich, ja, auf der einen Seite, das Befolgen all dieser Regeln ist gut und richtig und ich muss mich auf die Suche machen, noch nach etwas anderem, nämlich der Frage, wie will ich eigentlich mit diesem Virus umgehen und wie will ich eigentlich ein Gegenüber sein für die Menschen, die zu mir kommen? Da treffen wir uns wahrscheinlich mit der Frage. Bei mir ist es wahrscheinlich ganz ähnlich gewesen. Ich kann mich erinnern, Ende Januar hat mich mal jemand darauf angesprochen, auf das Virus, das da ganz weit weg in China wütet und hat dort schon so ängstlich reagiert und ich habe dann so gesagt, ja, das ist so weit weg, das kommt sicher nicht zu uns. Und bin einfach so in meiner Arbeit fortgefahren, wo im Moment sehr viel war, ganz viele Projekte und Gottesdienste und Lager, die zum Vorbereiten waren. Und dann kommt der Virus näher und man probiert zu retten, erst was zu retten ist und denkt, ja, wie könnte man jetzt doch noch vielleicht Gottesdienst fortführen, wie könnte man solche Dinge machen und dann muss man realisieren, ich muss alles absägen. Ja. Einfach alles absägen. Das ist mit Frust verbunden und dann habe ich mich wie neu organisiert und jetzt bin ich also ganz viel am Telefonieren, am Mailen, nachfragen, wie es den Menschen geht, wie sie damit umgehen und kommen ganz verschiedene Reaktionen über. Da können wir uns vielleicht noch darüber unterhalten, wie reagieren die Menschen auf so eine Situation, wo sie sich überhaupt nicht vorstellen können, also dass quasi die ganze Welt stillsteht, wo sie auch sich eingeschlossen fühlen im Haus, nicht so richtig sich unter die Leute getraut und das, was sonst so unser Mitmenschliche miteinander ausmacht, eigentlich alles wegfällt. Das ist so meine Erfahrung, wie der Virus über mich kam. Wie reagieren denn die Menschen, die zu dir in die Praxis kommen oder mit denen du jetzt telefonierst? Wie reagieren die denn?
Ja, ich erlebe ganz Unterschiedliches und das ist interessant und dem versuche ich auch nachzugehen und besser zu verstehen, wie kommt eigentlich diese Unterschiedlichkeit zustande in den Reaktionen. Ja. Ich erlebe Menschen, die schier über sich hinauswachsen und sich so kräftig in diese Situation reinstellen, spannende Ideen haben, Mini-Projekte anreißen oder. In der Praxis selbst beeindruckend. Menschen, die mit ganz, ganz schwierigen Lebenssituationen umgehen müssen, die vielleicht chronisch krank sind, ja, die gehen mich überraschend häufig sehr gut mit der Situation um. Mhm. Die sagen mir zum Beispiel, wissen Sie, mein Leben ist so kompliziert und ich habe so viele schwierige Dinge durchgemacht. Das ist jetzt für mich nichts Neues. Es ist einmal mehr schwierig. Ja. Ja. Schwieriger ist es für Menschen, die viele Ängste haben oder eine Angsterkrankung. Die kommen jetzt in Bedrängnis. So zum Beispiel sagt mir ein Mann, wissen Sie, seit Tagen liegt so ein Druck auf meiner Brust, der ist so schwer, und ich habe ein Kloß im Hals. Mein Eindruck ist, ich kann gar nicht mehr frei atmen. Oder eine Frau sagt, in mir ist es schwer und dunkel. Ich kann kaum noch einen Gedanken fassen. Mhm. Es lastet auf mir. Menschen fühlen sich extrem unsicher. Zum Beispiel erzählt mir eine Frau, ihre ganzen Routinen sind weggebrochen, ja, ihr Tagesablauf ist durcheinander geraten und sie weiß nicht mehr, was sie eigentlich machen soll und wie sie sich verhalten soll. Sie sagt, ich bin wie ohnmächtig. Ich fühle mich dem Geschehen, ja, hilflos ausgeliefert. Ja. Und ich höre zu und beschäftige mich damit, was können wir dann gemeinsam entwickeln, was hilfreich sein könnte. Und ich merke, mir ist so danach, zuerst einmal dich zu fragen. Ja, was würdest du sagen, wenn ein Mensch in großer Angst dich aufsucht? Ich habe in der Zeitung von einer jungen Frau, von einer jungen deutschen Ärztin gelesen, glaube etwa 34 Jahre alt, die ist mit ihrem chinesischen Mann vor 6 Jahren nach Wuhan ausgewandert und hat jetzt in den letzten vergangenen Monaten zuerst noch eine ausländische Patienten behandeln. Und wo keine Ausländer mehr rum waren, ist sie eingeschlossen mit ihrem Mann und 2 Hunden in ihrer 2,5-Zimmer-Wohnung, wie alle anderen Menschen auch. Und sie hat erzählt, dass ihre einerseits hilft, Sport machen. Also jeden Tag macht sie irgendwie 90 Minuten in ihrer Wohnung Sport, damit sie wirklich auch müde wird und schlafen kann. Und dann, das fand ich ganz schön, hat sie erzählt, dass sie ihr gute alte verstaubte Bibel wieder aus dem Regal geholt hat und in der Bibel gelesen hat und gemerkt hat, wir sind ja nicht die ersten Menschen, die so eine schwierige Situation durchleben. In der Bibel wird von unendlich vielen Menschen erzählt, wo schwierige Zeiten erlebten und wo sie bewältigten. Also der Gedanke, andere haben es auch schon geschafft. Mhm. Und ich kann mich in der Bibel, in den Geschichten, in den Erzählungen von den Menschen dort wiederfinden und mir den Kraft holen und denke, ich schaffe das auch. Und das ist etwas, was ich ganz viele Menschen erzählen, wenn du jetzt deine Bibel vorholst und drin liest, dann findest du Erfahrungen von Menschen, die ganz schwere Krisen in ihrem Leben durchgemacht haben. Und in den Psalmen zum Beispiel findet sich Worte für all unsere Gefühlslagen, also für Angst, also da ist eigentlich ungeheuer viel von Angst drin. Es ist auch von Krankheit drin, von allen möglichen Krankheiten, die Menschen erlebten. Und sie findet Worte für ihre Situation. Und wenn ich jetzt selber
gar nicht so ganz genau ausdrücken kann, welche Gefühle mich bewegen, dann kann ich die Psalmen lesen und finde Worte für meine Situation. Und dann ist es wie ein Stück von mir weg. Ich kann es schon so ein bisschen weglegen, die Angst, und sie genauer anschauen in der Sprache, die ich dann so vor mir finde und lese. Also so zur Sprache bringen, glaube ich, das probiere ich den Leuten zu sagen, dass das etwas ganz Wichtiges ist und dass da dabei Geschichten und Worte aus der Bibel hilfreich sein können, wenn man einfach selber keine Worte mehr findet. Ja, also das ist wirklich interessant, weil Worte finden, das ist auch ein ganz zentrales in Psychotherapie. Worte finden für Dinge, die vorher nicht sagbar waren, wo es keine Worte für gab oder aber auch, wo keiner zugehört hat. Ja. Weil auf diesen Weg machen, Worte zu finden für schwierige Dinge, kann man sich eigentlich nur, wenn man die Hoffnung hat, dass da einer ist, der einen hört. Und ich erlebe das immer wieder in der Praxis, Menschen mit ganz schwierigen Lebensgeschichten, die verstummen, die sprechen eben nicht mehr, ja, weil sie nicht diese Erfahrung gehabt haben, dass sie gehört werden. Mhm. Und es ist oft ein langer Weg in solch einer psychotherapeutischen Behandlung, bis ein anderer den Mut fasst, wieder zu sprechen. Das ist auch eine Frage des Mutes, sich mitzuteilen. Ja. Und ich denke, gelingend ist es dann, wenn ein anderer sich gehört erlebt. Vielleicht ist auch das etwas, was dir bekannt ist. Also ich glaube, das ist das Wesen, ganz ähnlich, das Wesen von der Seelsorge, dass einem jemand zulässt, und zwar wirklich zuhört. Mhm. Also zuhört und reden lässt und wahrnimmt, welche Worte findet die Person allmählich, um ihre Situation zu beschreiben. Mhm. Ich glaube, wir haben noch so etwas ganz Schönes, aber vielleicht kommen wir später in diesem Gespräch noch drauf, aber das ist natürlich das Gebet, wo auch hilft, formulieren, wie es mir geht. Mhm. Und das nach außen legen, in der Hoffnung, dass es jemand hört. Also. Ja, formulieren, wie es mir geht, das fällt ja vielen Menschen sehr schwierig. Mhm. Und ich höre immer wieder, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, wie es mir geht. Ich weiß es nicht. Es ist so ein diffuses Gefühl. Vielleicht ist es Angst, aber ich weiß es auch nicht genau. Und das leuchtet mir sehr ein. Was du sagst, dass ein Gebet auch eine Möglichkeit sein kann, sich auf die Suche zu machen nach geeigneten Worten. Ich glaube, das Gebet besteht wie so aus drei Teilen. Der erste Teil wäre so dankbar sein. Also wirklich danke, sich bedanken für all das, was trotz der großen Ohnmacht, die ich spüre und der Überforderung, immer noch da ist. Also es scheint die Sonne, die Vögel pfeifen, Natur ist da, es gibt Menschen, die für mich einkaufen gehen, die am Telefon nachfragen, wie geht's da. Es gibt auch eine große Achtsamkeit im Umgang, spürt man so ein bisschen bei den Menschen, nebst dem, dass man wie den Bogen um sich macht und sich wieder aus dem Weg geht. Also Dankbarkeit ist das eine, sich bedanken für das, was immer noch ein gutem da ist. Und das Zweite ist dann aber gleich darauf aber die Klage. Also ich darf auch alles laut ausdrücken, was nicht gut ist. Was mir, wo es mir schlecht geht, wo ich sehe, wo etwas daneben geht. Wo, also meine Angst, meine Überforderung, meine Ohnmacht darlegen. Und das Dritte ist die Bitte. Hoffnung formulieren, dass es wieder besser kommt. Dass das überwunden werden kann und Hoffnung, dass das jemand hört. Und dann darf man das nicht nur für sich machen, dann kann man, glaube ich, anders wie einen Schritt weitermachen und das auch für andere. Also wie auch so vor sich absehen und bitten und beten für andere,
dass es denen möglichst gut geht. Oder denke an all die vielen Leute, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Frauen, die an der Kasse im Supermarkt sitzen und wahrscheinlich viel mehr als die meisten von uns dem Virus ausgesetzt sind oder der Gefahr, dass sie angesteckt werden. Und auch an die denken, das gehört auch zum Gebet dazu. Also so der Kreis, der Horizont erweitern. Den Horizont erweitern, das ist auch ein gutes Stichwort, weil Angst kommt von eng. Und ich zeige das manchmal in der Praxis, dass wenn man überflutet wird von Angst, dann wird es immer enger. Und ich zeige das so, weil hier jetzt haben wir sowas wie einen Tunnelblick und man kann eben nicht mehr nach rechts und links gucken. Man kann keine alternativen Perspektiven mehr einnehmen und alles wird wie stillgelegt. Und das ist aus meiner Sicht auch eine der großen Gefahren in der Angst, dass es zu einer Passivität kommt, dass man sich so ohnmächtig ausgeliefert fühlt. Ja, und das erlebe ich eben auch, dass Menschen da sitzen und sagen, ja, ich kann ja gar nichts tun. Ich kann ja gar nichts tun. Das Virus ist umme und irgendwann kommt es und erwischt mich. Und diese Ohnmacht oder diese auch Überforderungssituation, dass man eben merkt, das, was man sonst macht, um Ängste in Schach zu halten, das funktioniert oft nicht mehr. Ängste, die sonst gut abgewehrt werden können, die steigen auf und belasten uns jetzt. Das sind Ängste, die zu mir gehören. Ich denke, Angst zu haben ist tatsächlich eine Grundbedingung des Menschseins. Ich glaube, Angst gehört zum Menschsein. Und dann gibt es ganz spezifische Ängste, die eben zu diesem Mensch gehören. Und die tauchen jetzt oft wieder auf, mit einer Vehemenz und mit einer Kraft, und die sind herausfordernd. Und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen und gucken, ja, was mache ich jetzt mit der Angst? Und eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen, ist auch Gestalten. Gestalten ist für mich eines der ganz, ganz zentralen Themen jetzt auch in dieser Zeit von Corona. Wie können wir die Situation gestalten? Ich glaube nämlich genau nicht, dass es jetzt so ist, dass wir gar nichts tun können und warten müssen, bis uns das Virus erwischt, sozusagen, sondern ich denke, wir können ganz viel tun. Und ich denke, dass wir in unserem weiteren Gespräch bestimmt auch darauf zurückkommen können, was wir eben alles gestalten können. Die Spielräume sind viel größer, als viele denken. Und Spielräume muss man sich erobern. Ja? Mhm. Und das ist gut gegen die Angst. Man kann auch mit der Angst in Dialog treten. Das mache ich auch manchmal in der Praxis. Also sich wirklich mit der Angst zu unterhalten. Was sagst du da? Ja. Du sagst, ich soll den Kopf in den Sand stecken, ja. Du sagst, du hast gar keine Möglichkeit. Und ich sage aber, also die Ich-Kräfte stärken, ich sage, nein, ich kann durchaus etwas machen. Ich kann mir eine Tagesstruktur geben. Ist unwahrscheinlich hilfreich jetzt in dieser Situation. Eine Tagesstruktur, eben wie will ich denn meinen Tag gestalten? Ja. Also so rhythmisieren auch den Tag. Also ich glaube, ich kann gut anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde so, ein Gebet, ein Morgengebet, ein Abendgebet, das ist auch eine Form von Rhythmisierung, von Struktur vom Tag. Und es wie innehalten und die Dinge, sag's nur einmal, zur Sprache bringen, ins Wort bringen, wo ein Beschäftigter oder einem Angst macht. Ein Stück weit können wir Einfluss nehmen. Ein Stück weit können wir Einfluss nehmen. Und wie machen wir das? Das machen wir, indem wir unsere Abwehrkräfte stärken. Und da ist mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch in den Sinn gekommen, wenn man hier mit Menschen spricht aus dem Appenzellerland, dann können die einem noch erzählen von den Weberkellern.
ja, wo eben die Webstühle standen in der Zeit von der Blüte der Textilindustrie und wo, glaube ich, ja, hier die allermeisten Familien im Appenzeller Land eben auch einen Zuverdienst oder überhaupt als Hauptverdienst ja. Gewebt haben. Mhm. Und da passierte eben auch etwas. In diesen Kellern war es häufig dunkel und kalt und nass. Und nass, genau. Und feucht. Und dann kam es zu einem Ausbruch von Tuberkulose. Also es gab eine Zeit, da gab es unwahrscheinlich viel Tuberkulosefälle. Und man hat die damals auch als Lichtmangelkrankheit bezeichnet, die Tuberkulose. Ja. Interessant. Und, ja. Und jetzt gibt es eben Hinweise, dass zum einen Angst und Stress, eben, wir haben darüber gesprochen, dass Angst und Stress das Immunsystem schwächen. Man kann das auch bestimmen. Man kann nämlich das Stresshormon, das Adrenalin, messen im Blut und kann sehen, ja, das korreliert mit einer erhöhten Infektanfälligkeit. Ja. Also Angst und Stress haben ganz klaren Einfluss darauf, wie gut wir Infekte auch abwehren können. Und was noch einen Einfluss hat, vermutlich auch bei Corona, ist das Licht. Also wir ahnen und wir forschen und sehen, dass vermutlich eben das Licht einen positiven Einfluss auf die Frage hat, wie kann man sich schützen vor einer Ansteckung. Ja? Also das heißt, viele Empfehlungen gehen dahin, wir sollen an die Sonne gehen, wir sollen das blaue Himmelslicht auf uns scheinen lassen und so Vitamin D bilden. Und als ich hier so auf dem Weg war in die Kirche zum Gespräch, jetzt läuten auch noch die Glocken, kam mir so der Gedanke, ja, das eine ist das äußere Licht. Aber wir haben vorhin vom Dunkel gesprochen, die Frau hat es benannt, die Frau hat gesagt, in mir wird es dunkel. Und das ist auch das, was depressive Menschen beschreiben, eine Dunkelheit. Und ich dachte, ja, eben, es gibt das äußere Licht, das können wir auf uns scheinen lassen, aber es gibt auch das innere Licht. Also ich bin zunächst mal ganz froh um die Unterscheidung, dass du sagst, niemand ist schuld, wenn er sich ansteckt. Also ich glaube, das ist nur ganz wichtig, weil da gibt es ja auch unselige Tradition. Also niemand ist schuld und letztlich kann man es nicht sagen, aber so habe ich dich verstanden, man kann sein Immunsystem probieren stärker machen. Und dazu hilft Licht. Ich meine, wir haben nicht ganz umsonst da die viele Kerzen angezündet in der Kirche. Glaube und Licht gehört, glaube ich, ganz eng zusammen. Also für mich so das, was mir als erstes Bild, wenn es um Glaube und Licht geht, in Sinn kommt, das ist die viele, viele Darstellungen, wo Jesus aus dem Grab aufersteht und ein unwahrscheinlich großes Licht strahlt. Also wenn ich es richtig weiß, dann ist auf dem Isenheimer Altar vom Grünewald wahnsinniges Licht, wo da strahlt, als er wie so ein Sieger aus dem Grab aufsteht. Manchmal ist es auch in der moderneren Kunst ganz abstrakt, wo man den nur das helle Licht sieht, also gar nicht mehr der Jesus dazu. Aber so in dem Licht kommt für mich so eine Hoffnung zum Ausdruck, dass es gut werden kann. Die ganze viele Geschichte, wo Jesus erzählt vom Reich Gottes, also Gleichnis, wo er es vergleicht, die sagen uns ja alle, die Welt könnte auch anders gestaltet sein, sie könnte auch anders aussehen, sie ist es nicht, aber wir dürfen mit der Hoffnung leben, dass sich die Welt anders gestalten lässt. Und so verstand ich auch die Auferstehung. Auch da der Hinweis darauf, wir müssen den Tod nicht nur als eng und dunkel erleben. Das ist er für viele Menschen. Ich wahrscheinlich auch erlebe das ein Stück weit als durchaus bedrohlich, dass da ja das irdische Leben aufhört. Aber so mit einer Hoffnung leben, dass es nachher vielleicht ein großes Licht gibt oder dass alles das, was mir nicht gelingt
in dem Leben zu vollenden, dass das nachher ein anderer für mich vollendet. Also dass es an ein gutes Ende geführt wird. Und meine Hoffnung wäre, dass es das hilft, ein bisschen befreiter auf dieser Welt zu leben. Ich muss nicht alles leisten, auch ein anderer Umgang mit Schuld, mit der Angst vor der Krankheit. Das wäre so meine Hoffnung. Ja. Und die ganz alten Ärzte, wie zum Beispiel Paracelsus, die haben eben gesagt, ohne Hoffnung keine Heilung. Das finde ich so spannend. Die kannten eben noch diese leiblich-seelisch-geistigen Zusammenhänge. Das kannten die noch und konnten dafür Worte finden. Ja. Ganz schön wäre es, wenn man sagen kann, so dieses äußere Licht und die Hoffnung macht uns wie innerlich auch hell. Gibt uns wie so ein inneres Licht, wo uns warm macht und uns so durch diese schwierigen Zeiten wie begleitet und hell macht. Da wäre natürlich ganz, ganz wunderbar. Ja, das wäre eine Hoffnung. Es gibt den Satz, und auf einmal wurde mir warm ums Herz. Was ist das eigentlich? Also wird es dann da warm oder was ist das? Es wird mir warm ums Herz. Und wenn ich jetzt an mein Arbeiten denke, an mein psychotherapeutisches Arbeiten, dann habe ich für mich das Bild entwickelt, dass Wärme, diese Wärme, die vielleicht auch in diesem Satz gemeint ist, dass die entsteht, wenn man gut verbunden ist. Also dass Verbindung in Verbindung sein Wärme machen kann. Weil eben, es wird mir nicht einfach so warm ums Herz, sondern wenn sich etwas ereignet. Ja. Und ich habe das mal gefasst aus der Anschauung auch in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen, die da eine große innere Arbeit leisten müssen, sich wieder in Verbindung setzen zu können. Und manchmal sage ich, eigentlich sind alle psychischen Erkrankungen Beziehungsstörungen. Okay. Und zwar könnte man sagen, eben die Beziehung, die konstelliert sich entlang verschiedener Qualitäten, also der Beziehung zu sich selbst, der Beziehung zu anderen, der Beziehung zur Welt, tätig sein in der Welt und eben, das wage ich dann kaum zu sagen, aber ich sage es trotzdem in der Hoffnung, du kannst noch was dazu sagen, eben in der Beziehung zu eben etwas Spirituellem oder vielleicht Religiösem. Also ich beschränke mich mal auf die ersten drei Beziehungsachsen und würde da gerne noch zwei, drei Punkte dazustellen, weil ich glaube, dass das, wenn wir das aufnehmen und an diesen Beziehungsqualitäten jetzt arbeiten, dass das unsere Immunabwehr enorm stärken kann. Und vielleicht, wenn ich das darf, so schnell einfüge, wäre das ja auch, also ich glaube nicht, dass diese Krise über uns gekommen ist, damit wir etwas lernen. So, das ist mir zu direkt ein Zusammenhang hergestellt. Aber wenn wir doch vielleicht etwas merken, eben, wie gehen wir miteinander um, in welche Dimensionen leben wir miteinander, welche Dimensionen braucht es, damit ich gut mit mir selber und so im Einklang sicher, dass man nachher vielleicht doch unsere Welt auch ein bisschen anders gestaltet. Das wäre ja spannend. Auf der anderen Seite gehören Viren genauso zum Menschsein. Unser Darm zum Beispiel ist nicht nur mit Bakterien besiedelt, sondern auch mit Viren. Und das ist ganz wichtig. Und wir fangen überhaupt erst langsam an zu verstehen, was eigentlich die Aufgabe und die Funktion von diesen Viren und Bakterien sind. Also überdies glaube ich auch, dass wir eben lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Der wird nicht verschwinden, aber wir werden besser verstehen. Wir werden vielleicht auch eine Impfung finden. Ja. Aber eben, so wie du sagst, wir können es auch nehmen,
so wie viele Menschen jetzt entrümpeln, so können wir auch gucken, ja, wie können wir denn eben unser Immunsystem stärken? Mhm. Ja, und eben für die Beziehung zu sich selbst. Aus dieser Arbeit mit Menschen, die eben in der einen oder anderen Weise Schwierigkeiten haben mit diesen Beziehungsqualitäten, habe ich viel darüber lernen dürfen von den Menschen, die in meine Praxis kommen, wie man diese Beziehungsqualitäten stärken kann. Und ich glaube, dass das jetzt gerade, um das Immunsystem zu stärken, ganz wichtig sein kann, die Beziehung zu sich selbst. Mhm. Wir können mal ein anderes Tempo gehen. Ja. Wie ist das eigentlich? Wir können tatsächlich uns mal fragen, wo stehen wir eigentlich so? Und wir könnten sogar wagen, mal auch für uns zu sein. Etwas, was wir ja im Alltag so gut wie gar nicht sind. Also das Selbstgefühl stärken. Mhm. Wir können auf ganz viele Weise die Beziehung zu anderen stärken. Da hast du ja auch schon viel zu gesagt, was du erlebst, hier auch in Speicher, an Hilfsangeboten, an Möglichkeiten, eben verbunden zu bleiben, auch wenn man eben so sehr auf Abstand gehen muss. Ich möchte noch eins erzählen, das war so schön. Ich kam müde aus der Praxis letzte Woche und da lag ein selbstgebackenes Brot vor meiner Tür. Nö. Und ich habe mich so gefreut. Also das war eine solche Freude, dann in die Küche zu gehen, zu schmecken und das Brot anzuschneiden und so ein frisches Brot zu essen. Und ich weiß nicht, von wem es war. Schön. Ja, genau. Und eben die Beziehung zur Welt, das ist, glaube ich, wirklich dieses Grundbedürfnis, dass wir wirksam sein wollen in der Welt. Und auch da können wir gucken, wie sind wir denn da unterwegs? Wollen wir was vielleicht neu ausbalancieren? Wollen wir genauso weitermachen? Aber ich merke, es ist immer gut, wenn man sich die Frage ab und zu mal stellt. Und auch das ist oft im Alltag gar nicht möglich. Mhm. Ja, das war eigentlich das, was ich dazu stellen wollte zur Entwicklung, Weiterentwicklung dieser Beziehungsqualitäten zu sich selbst, zur Welt, zu anderen. Ja, und ich bin gespannt, was du jetzt noch sagst. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es ja immer so vier Dimensionen und das, die vierte wäre, ich würde wahrscheinlich sagen, Transzendenz. Menge sagen dem Spiritualität, andere sagen dem Glaube an Gott. Ja. Aber ich glaube, dass tatsächlich, das ist diese vierte Dimension, ich blieb im Wort Transzendenz, uns als Wesen noch vollständig macht als Mensch, dass das zu uns gehört, dass wir uns vorstellen können, dass es auch etwas außerhalb von uns gibt, etwas, was uns alle Menschen miteinander umfängt, vielleicht auch eine Kraft, die da ist für uns alle. Und dass das ganz wesentlich zu unserem Menschsein dazugehört, dass wir uns vorstellen können, dass es etwas gibt, was größer ist als uns und was uns alle umfasst. Manche sagen dem vielleicht auch einfach Liebe Gottes. Finde ich ein wunderschönes Wort. Aber in dieser Liebe Gottes umfangen sie, was auch immer uns da beschäftigt, Angst macht, überfordert oder wütend macht. Aber zu wissen, wir sind wie nicht allein unterwegs in unserem Leben. Da ist wirklich Liebe von Gott, göttliche Liebe, wo uns umfangt und hält. Es gibt ja das schöne Wort, man kann nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Das muss man sich lange bildlich vorstellen, bis man mit dem Bild gut leben kann. Aber ich glaube, es bringt wunderbar zum Ausdruck, dass wir im tiefsten Letzten immer geborgen sind und immer umfangen sind von Liebe. Noch einmal, so würde ich es, glaube ich, ausdrücken.
Ja, soweit unser Gespräch über Theologie und Psychologie, wie sie miteinander ins Gespräch kommen und sich ergänzen können. Danke vielmals dir, Ulrike, für das spannende Gespräch. Du hast gesagt, es ist dir ganz wichtig gewesen, dass wir miteinander in Verbindung bleiben wollen, dass Menschen miteinander in Verbindung bleiben, auch in dieser Zeit. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat in Verbindung bleiben auch etwas damit zu tun, verbindlich sein. Und wir bleiben gern für Sie verbindlich, indem wir Ihnen anbieten, dass die Fragen, die Ihnen jetzt auftaucht sind, oder wenn Sie Anmerkungen haben zu unserem Gespräch, dass Sie uns die Fragen und die Anmerkungen schicken dürfen. Sie sehen am Ende von unserem Gespräch unsere beiden E-Mail-Adressen. Dort dürfen Sie sich gern melden, entweder bei der Ulrike oder bei mir. Und wir nehmen die Fragen gern auf und kommen in einem zweiten Gespräch dann gern auf die Fragen miteinander zu reden und ins Gespräch. Und so wünschen wir Ihnen alle ganz eine gute Zeit, dass Sie gesund bleiben und auf Wiedersehen miteinander.